gerade auch mit dabei ist, weil es ja doch ein Leuchtturmprojekt ist, glaube ich, was wir im Bereich des Wasserschutzes hier in Frankenberg jetzt starten. Was lange währt, wird endlich gut, so möchte ich einfach mal beginnen. Denn wir hatten in Frankenberg das Thema seit 2010, 2011, vorhin hatten wir mal die Zahl 2012 dann, kann jeder seine eigene Zahl da nennen, aber ich sag mal, so rund 10 Jahre sind wir in Erarbeitung dieser Lune Renaturierung. Ich freue mich auch, dass der Ortsvorsteher dabei ist, Entschuldigung, jetzt ganz vergessen, der ehemalige Ortsvorsteher, Schwiegerpapa ist auch dabei, so ist die Welt auch alles in Ordnung, ich freue mich, dass die Firma Mütze dabei ist. Und die Einzelvertreter komme ich sicherlich gleich nochmal dazu, denn die obere Wasserbehörde ist nicht dabei, Herr Soberei, wenn ich das richtig weiß. WAGO freue ich mich, aber freue mich, dass der Landkreis stark vertreten ist, das Amt für Bodenmanagement gut vertreten ist, dass sie alle mit dabei sind. Und wir haben ja vor kurzem erst die Aufklärungsversammlung in Dannenrode gehabt und hoffe, dass wir dann in Haubern das im November dann auch entsprechend so gut über die Bühne bekomme. Ich freue mich, dass die Verwaltung, meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dabei sind. Und ich will einfach mal anders beginnen, als das vielleicht für dieses zusteht. Viele von Ihnen wissen, dass ich mal als Offizier, als Stabsoffizier bei der Bundeswehr tätig war. Und wir haben dort vor über 30 Jahren schon uns Gedanken gemacht von militärischer Seite, wie können wir die Wasserversorgung der Menschen in Europa sicherstellen. Das war von der NATO-Ebene, muss ich jetzt dazu sagen. Und deshalb ist für mich das sehr im Kopf natürlich auch verankert, dass wir das Wasser, was die Grundvoraussetzung ist für alles Leben auf dieser Welt, schützen müssen. Und da haben wir sicherlich in den letzten Jahren auch durch Maßnahmen, die durch Bausachen bedingt waren, durch die Landwirtschaft dort bedingt waren, durch was auch immer, haben wir sicherlich eine Wasserfläche bekommen, die in vielfältiger Art und Weise nicht dem natürlichen Kreislauf entspricht. Und da sind wir jetzt mit den ganzen Renaturierungen dabei, dort wieder vernünftige Durchgänge zu schaffen, um dort vernünftige Voraussetzungen für all die Lebewesen, Pflanzen, alles, was im Wasser ist, dort zu bekommen. Und deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass wir heute Morgen und dass der Landrat auch dabei ist, Reinhard, wirklich vielen herzlichen Dank, dass wir es dort gemeinsam schaffen, diese Grundvoraussetzung für unser Leben wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich denke, das sollten wir immer wieder tun. Die letzten 3 Jahre, meine Damen und Herren, wissen wir, was mit der Erde passiert ist, was mit Europa passiert ist. Wir sehen die Wiesen, wo wir hier sind, wobei wir hier in der Aue-Lage immer noch sind und da haben wir noch Grün. Da kann der ehemalige Ortslandwirt immer noch sagen, Mensch, da kann ich noch Gras machen, da kann ich noch Heu machen, dann ist das alles soweit in Ordnung. Aber wir müssen hier einfach sehen, wie können wir diese natürlichen Ressourcen gut nutzen dabei. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir heute dort den zweiten Bauabschnitt nun beginnen wollen. Einige Maßnahmen, die ja ohne Baugenehmigung schon erforderlich waren, haben wir ja gut hinbekommen, haben wir schon eingeleitet, haben wir schon durchgeführt. Und jetzt sind wir weiter und sage auch den Landwirten hier gerade in Schräufer, ich nenne mal Lichtenfels mit dazu, Bromskirchen, weil die ja auch bereit waren, in der Flurbereinigung mitzugehen, dass wir heute schon, nachdem wir zwar noch nicht Eigentümer dieser Flächen sind, weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, Besitzer, Eigentümer ist ja immer schwierig im Rechtsgebrauch, aber dass wir schon auf den Flächen arbeiten können, dass wir schon diese Besitzeinweisung auf freiwilliger Basis haben und dass wir dort diese Maßnahmen schon umsetzen können. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, man sieht hier in Schräufer entlang der Nune, dass dort die Menschen das Verständnis auch für das Wasser haben. Der Bürgermeister ist gar nicht viel hinzuzufügen ist, aber er sprach mich eben auch an und ich kann nur sagen, dass ich heute sehr gern dabei bin bei diesem Spatenstich, der für mich auch viel bedeutet. Ich habe im Vorfeld der heutigen Veranstaltung auch mit Herrn Enderleim, Fachdienstleiter Umwelt, mit seinem Stellvertreter Uli Kessler gesprochen. Und da habe ich gemerkt, dass die sich genauso darüber gefreut haben wie alle anderen auch. Denn ich weiß aus der Geschichte, lieber Herr Bürgermeister, es geht noch viel weiter zurück als nur bis ins Jahr 2010 oder 2011, sondern ich entsinne mich an die frühen 90er Jahre, als der natürlich in Frankenberg bestens bekannte Heinrich Winzer mit seiner Gewässergruppe Obere Eder
schon einen großen Katalog aufgestellt hat, was muss für die Verbesserung der Gewässerstruktur an der einen oder anderen Stelle gemacht werden. Und ganz sicher, ich weiß es nicht mehr genau, hat er die Nune dabei mit in sein wissendes Auge genommen. Und jetzt ist es soweit. Und wenn man sich das vorstellt, 30 Jahre später, hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das ist ein wirklich lohnenswerter Tag. Und ich verbinde das mit einem ganz warmen Dank an alle Beteiligten, ohne deren hilfreiches Zusammenspiel, das ja auch nicht hätte gelingen können. Das sind die Landwirte, die Kommunen, das sind die Ortsbeiräte, die Planungsbüros, die Ausführenden, alle Beteiligten. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und nur wenn man gemeinsam ein Ziel verfolgt, kann man dieses auch erreichen. Ich möchte mal zwei Zahlen beisteuern. Mein Amt hat zurzeit 17 Flurbereinigungsverfahren in 2 Landkreisen. Davon sind 9 Verfahren aus Gründen des Naturschutzes. Also auch das Bild der Flurbereinigung wandelt sich. Wir nehmen den Ball auf und setzen uns dem Ziel des Naturschutzes aus. Und interessanterweise sind auch alle Verfahren im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das zeigt, dass die Leute hier verstanden haben, Instrumente zu nutzen, um zum Ziel zu kommen. Flurbereinigung ist kein Selbstzweck, sondern wir dienen immer einem Ziel. Und da kann ich Sie nur auffordern, wenn das eben erforderlich ist, dann stehen wir da natürlich auch bereit. Aber wir ziehen ja alle an einem Strang und dann wird es auch zu einem guten Ende kommen. Dankeschön. Dank an alle Mitwirkenden. Landrat Dr. Kubert hat schon umrissen. Also wir gehen tatsächlich zurück in die, ja, ins letzte Jahrtausend, was den Beginn anbetrifft. Einzelne engagierte Leute, insbesondere aus dem Frankenberger Raum, haben das aufgegriffen mit Vorkonzepten. Also hat eine lange Geschichte, auch schon vor der Wasserrahmenrichtlinie, die ja in 2000 auf EU-Ebene dann letztendlich ergangen ist. Und das Ganze, ja, die ganze Wasserthematik, die Herr Bürgermeister Hess auch umrissen hat, ja letztendlich aufgreift für die EU. Und wir sind an vielen, vielen Stellen in der Umsetzung, Herr Mauser hat es angesprochen, wo wir eben dann auch andere Instrumentarien oder viele Instrumentarien nutzen. Und hier im Bereich der Nune, es wurde schon angesprochen, haben wir nach vielen, vielen Vorarbeiten, wir haben ja eine interkommunale Zusammenarbeit schon sehr früh hier hinbekommen mit den 3 Kommunen, begonnen, ja auch unter Einbezug von der örtlichen Bevölkerung in Vorgesprächen und so weiter das Ganze anzugehen. Und haben dann letztendlich aus den Vorstudien auch entsprechende Planungen entwickelt, mit dem Büro WAGU eigentlich komplett von Anbeginn an der Seite, die sich Gedanken gemacht haben, wie man es am geschicktesten auch umsetzen kann. Und letztendlich mündete das dann in der, ja, sogenannten Plangenehmigung vom Juni 2013, da haben wir das letztendlich sozusagen formell auf den Weg gebracht, und 2013 haben wir dann auch sofort schon umgesetzt, da wo wir im Gewässer was tun konnten, das auch schon anzugehen, Furten hergestellt und Querbauhindernisse herausgenommen, damit man eben eine Durchwanderbarkeit schafft für Kleinorganismen, aber bis hin eben auch zu den Fischen. Und jetzt bei der Maßnahme, die dann eben flächenwirksam auch ist, geht es tatsächlich darum, sogenannte Hotspots auszubilden. Man nennt das auch Strahlursprünge. Das heißt, wir versuchen in sinnvollen Abständen von mehreren hundert Metern optimale Bereiche zu schaffen, damit eben Fischnährtiere, aber eben auch Fische sich optimal entwickeln können. Das ist ein solcher Hotspot, der hier geschaffen werden soll. Das wird nachher eben eine Flächengröße bekommen, auch mit viel Gehölzentwicklung, wo sich das Gewässer tatsächlich eben umlagern kann, Kiesbänke schaffen kann, wieder abtragen kann und so weiter. Und das haben wir noch an 3 weiteren Stellen hier im Bereich Schäufer vor, bis hin letztendlich zum Mündungsbereich. Auch der Mündungsbereich soll entsprechend aufgeweitet werden zur Eder hin, und wir
erhoffen uns, und so ist auch die wissenschaftliche Grundlage, dass von diesen Strahlursprüngen aus im Grunde genommen die Zwischen- und Wiederbesiedlung dann der Zwischenräume stattfinden kann und man eine andere Struktur bekommt, als wir das jetzt sehen. Man sieht zwar den Gehölzsaum hier und nimmt so als Laie erstmal wahr, ist doch eigentlich ein ganz nettes Gewässer, aber wenn man es mal vergleicht mit Urstromtälern in ja wirklich unberührten Landschaften noch im Osten Europas beispielsweise, da wäre die gesamte Aue letztendlich durchströmt und es würde sich sozusagen in den Jahren das Gewässer sozusagen von der einen Seite zur anderen immer verlagern mit verschiedenen Ausbildungen. Bitte! Ja, los! Hopp. Bitte tun! Können wir hier hüpfen noch ein bisschen? Doch. Kommt tatsächlich ein bisschen rein. Olaf, es geht nicht. Ist zu hart. Streng dich an. Mein Spaten kaputt hier. Guckt euch das mal an. Brauchen wir noch. Brauchen wir noch. Gut, dass die vom Betrieb so.